Ja, es gibt einen sogenannten Nummer 1, was Luxuskiller anbetrifft. Luxuskiller, wenn ich erst einmal sage Luxus, Bentley, Flugzeugträger, Hubschrauber, Motorrad, Auto, das meine ich nicht. Ich meine den wahren Luxus. Und zwar den wahren Luxus unserer Gesundheit, den meine ich damit. Und da gibt es zum Thema Körper gibt es echt einen krassen Luxuskiller. Das ist dann, wenn uns die Mobilität flöten geht. Also wenn wir uns bewegen, ist das ja alles irgendwie selbstverständlich. Jeder denkt, ja, das ist gut so, wie ich mich bewege. So, alles gut. So, im Laufe des Alterns merkt man so ein schleichender Prozess, dass das der Bewegungsradius, das Bewegungsumfeld immer kleiner wird. Viele Menschen fänden es ab dem 45. Lebensjahr, 50. schon mal schwer, jetzt muss mein Hemd bis raus sind, den Arm so senkrecht nach oben zu strecken oder die Hände hinter den Kopf zu legen. Fällt denen verdammt schwer, aber ihnen ist es gar nicht aufgefallen. Das nächste ist runterzugehen in die Hocke, in die Kniebeuge, ohne umzukippen, fällt ihnen schwer. Das Aufstehen vom Sofa fällt ihnen schwerer. Viele Dinge, die man früher als Kind für selbstverständlich und als Jugendlicher für selbstverständlich betrachtet hat, werden etwas schwerer. Aber so, dass wir es gar nicht merken, ist so ein schleichender Prozess. Warum? Es ist ja nicht so, dass wir bis zum 40. mobil sind, dann fällt es weg, sondern es ist immer einfach ein bisschen weniger. Warum? Weil wir natürlich zum großen Anteil auch uns nicht artgerecht verhalten. Wir sitzen im Auto, wir sitzen im Bürotisch. Wir haben einfach nicht mehr diese Bewegungen, die wir früher einmal gehabt haben. Die werden immer weniger, weil wir durch den Beruf, was wir haben, eben an den Schreibtisch gebunden sind, weil wir oft Auto fahren müssen, weil wir oft in Sitzungen sind. Und da werden natürlich diese Bewegungen überhaupt nicht mehr gemacht. Das heißt, man hat so einen kleinen, eingeschränkten Bewegungsraum. So, und den füllt man aus. Und irgendwann merkt man, ja, ich komme beim Schulbinden gar nicht mehr runter. Ich muss die Füße hochlegen. Okay, beim Jacke einziehen, irgendwie ist es anstrengend. Beim Hemd anziehen, beim Hosen anziehen, das ist alles anstrengend. Wenn ich mal irgendwo hochgreifen muss, ist anstrengend. Auto aussteigen ist anstrengend, Fahrradfahren ist anstrengend. Alles, was man tut, ist auf einmal viel anstrengender, wie es mal war. Irgendwann wird man vielleicht auch mal konfrontiert, weil man irgendwie in einer Freizeitgruppe ist und stellt fest, irgendwie passt das alles nicht mehr zusammen. Ja, und es ist tatsächlich so, dass hier die Einschränkung der Mobilität ein krasser Einschnitt ist in unseren Lebensluxus. Denn wenn wir irgendwann mal uns nicht mehr richtig selbst anziehen können, und das schon im Alter von 55, 60, 65 Jahren, wenn wir eine Einschränkung haben, dass wir nicht mehr richtig Fahrrad fahren können, wenn wir eine Einschränkung haben, dass das Aussteigen vom Auto schon etwas peinlich wird, wenn man Geld hat zum Sportwagen, aber man kommt gar nicht mehr so richtig raus, ja, dann ist das natürlich ein Verlust an Lebensluxus. Denn wenn wir für alles, was wir tun, für tagtägliche Arbeit, energetisch einen hohen Aufwand betreiben müssen, was werden wir logischerweise intuitiv tun? Wir werden es vermeiden, uns so zu bewegen. Wir werden es vermeiden, uns damit zu konfrontieren. Und das ist der nächste Schritt, noch immobiler zu werden, noch mehr an Mobilität zu verlieren. Und genau das ist das, was dazu führt, dass man frühzeitig altert, dass man frühzeitig eine krasse Einschränkung in der Bewegungsmobilität erfährt. Und durch diese Einschränkung geht es weiter. Dann kommt auch das Nächste, da kommen Fehlhaltungen zum Tragen. Und wenn Fehlhaltungen zum Tragen kommen, da kommen als Nächstes auch Schmerzen zum Tragen. Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Ellbogenschmerzen, Hüftgelenk, Kniegelenkschmerzen. Ja, jetzt sitzt der eine oder andere davor und sagt, das ist doch normal. Ja, wenn man 55 oder 60 ist, ist doch normal, ist alles verschlissen. Nein, das ist eben nicht normal, denn ganz viele Schmerzen sind oder rühren daher, weil wir zum großen Anteil unseren Körper eben nicht mehr so benutzt haben, wie wir ihn benutzen sollten. Das heißt, wir haben uns nicht mehr artgerecht verhalten, denn Bewegung, regelmäßige Bewegung ist artgerecht. Sitzen, den ganzen Tag auf dem Hintern sitzen, so in einer Position verharren, im Auto. Freunde, das ist doch nicht normal. Dafür sind wir doch von Natur aus gar nicht geschaffen. Unser Skelett, unser gesamtes muskuläres System, unser endokrines System ist nicht dafür ausgelegt, in dieser Position zu verharren. Jetzt sagst du aber, ja, lieber Andreas, das ist mein Job.
Ja, ich weiß, damit musst du dein Geld verdienen, damit musst du deine Familie versorgen, das ist richtig. Da gebe ich dir 100% recht. Aber was hast denn du für eine Verpflichtung gegenüber deinem Körper, gegenüber dir? In der Zeit, dann wenn du Feierabend hast, eben nicht noch zusätzlich wieder auf dem Stuhl zu sitzen, eben nicht noch zusätzlich Dinge tun, die bewegungsarm sind, sondern als Ausgleich sollten wir ganz klar erkennen, dass wir uns bewegen sollten. Sei es Spielsportarten, sei es Schwimmen, sei es Klettern, sei es Krafttraining, sei es Ausdauertraining, sei es Yoga, sei es Mobilitätstraining, sei es Stretching. Das ist unsere Verpflichtung gegenüber uns selbst, unsere Wertschätzung, das zu tun. Denn was machen die meisten Menschen, wenn es mal soweit ist? Energetisch eine sehr sparsame Entscheidung treffen. Und zwar, stellt euch vor, da gibt es zwei Schalter, der Schalter rechts und der Schalter links. Im Schalter rechts ist den Lifestyle ändern. Also du stehst vorm Schalter und da steht eine Person hinten dran und die gibt dir einen Zettel mit, was du in deinem Lifestyle als änderst. Du sollst regelmäßig dreimal in der Woche Sport machen. Du solltest jede Nacht 7 bis 8 Stunden schlafen, du solltest etwas achtsamer sein, du solltest Mobilitätstraining machen, 1-2 Mal in der Woche, du solltest dich gesund ernähren, du solltest weniger Alkohol trinken, du sollst eher mal spazieren gehen. Und auf der anderen Seite, im zweiten Schalter, da gibt es die Operation, gibt es die Tablette. Und geh mal in dich rein und überleg mal, welchen Schalter würdest du nutzen. 95% aller nutzen den Schalter links, der Tablette und der Operation. Energetisch natürlich viel einfacher. Man muss keinen Aufwand betreiben, man muss nicht alte Routinen ablegen, man muss keine neue Routine eingehen, also nehmen wir den linken Schalter. Der linke Schalter ist aber mit einem ganz großen Risiko verbunden. Denn jede Operation, jedes Medikament, jede Pille hat natürlich auch ihre Nebenwirkungen und bei vielen Dingen sind die Gegenanzeigen viel größer wie tatsächlich die positiven Wirkungen. Es gibt Krankheitsbilder, da musst du auf die linke Seite. Aber bei ganz vielen Krankheitsbildern musst du nicht auf links, sondern du kannst rechts anstehen. Aber da steht sich keiner an. Da hat keiner Lust drauf, da hat keiner Bock drauf. Warum? Weil es damit verbunden ist, alte Routinen abzubauen, alte Verhaltensweisen abzulegen, in ein neues Verhaltensmuster reinzuschlüpfen, einen neuen Anzug anzuziehen. Und bis der Anzug passt, dauert es ein bisschen. Und diese Zeit, dieses Szenario im Kopf, was man dafür alles machen muss, hindert Menschen daran, zu sagen, ich gehe den Weg. Ich nehme den Weg, ich gehe den anstrengenden Weg, ich gehe diesen bewussten Weg der Anstrengung, gehe ich. Warum? Weil ich weiß, dass diese rechte Seite in der Regel, wenn man alles richtig macht, die gesunde Seite ist und vor allem die Seite ohne Nebenwirkungen. Leider, leider, leider ist es so, dass der größte Anteil der Menschen lieber ganz viel Nebenwirkungen kaufen, anstatt zu sagen, woran ist denn das Problem, meinen Lifestyle zu ändern? Woran ist das Problem, am Tag dreimal gesund zu essen? Woran liegt das Problem, in der Woche dreimal eine Stunde Sport zu machen? Woran liegt das Problem, regelmäßig mal rauszugehen, die frische Luft draußen spazieren zu gehen? Woran liegt das Problem, das Auto mal zu stehen lassen, das Fahrrad zu münzen? Woran liegt das Problem, die Finger vom Alkohol wegzulassen, die Finger von den Süßigkeiten, die Finger von Fast Food, von ungesunden Dingen wegzulassen? Da tun sich Menschen ganz, ganz schwer. Obwohl der Lebensluxus extrem drunter leidet, auch die Mobilität leidet, ja. Aber da wird alles in Kauf genommen. Aber bitte nicht verzichten. Bitte gib mir die Pille, lieber Onkel Doktore. Eine Pille ohne Nebenwirkung. Gibt es nicht, aber die hätte ich gerne, dass ich nichts tun muss. Einfach zack, 30 Jahre Schindluder weg. Gibt es nicht, ihr Lieben. Es hilft nur, Lifestyle ändern, gesund leben, gesund ernähren, regelmäßig intensiver Sport zu betreiben. Das führt dazu, dass du deinen tollen Organismus, deinen Körper bis ins hohe Leben erhältst und dass deine Kinder, deine Frau, deine Angehörigen ganz viel Spaß mit dir haben. Vor allem, dass du ganz viel Spaß mit dir hast.